Börradio Network AG. Die Expertenmeinung. Ja, guten Tag, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt. Aktuell gibt es hohe Erwartungen an die Notenbanken. Mehrzahl. Einmal die Fed am Mittwochabend eine Entscheidung zu treffen. Da sprechen wir gleich noch drüber. Und Draghi belastet durch seine Aussagen den Euro. Zusätzliche Zinssenkungen und weitere Anleihenkäufe seien denkbar, sagte er auf der EZB-Notenbankkonferenz, diesmal im portugiesischen Sintra. Ja, was heißt das jetzt? Ja, erstmal war, glaube ich, die Ankündigung von Mario Draghi schon eine kleine Überraschung. Viele Marktteilnehmer haben jetzt ganz einfach auf den Zinsentscheid in den USA am Mittwoch gewartet, beziehungsweise sie warten noch, dass Mario Draghi heute in Portugal das Wort ergreifen würde. Das war uns allen klar. Aber dass er doch dann plötzlich ankündigt, die Geldpolitik noch weiter zu lockern, war eine Überraschung. Und wenn wir uns den Tagesverlauf momentan beim DAX anschauen, war das heute eine so überraschende Wendung. Herr Heinrich, wir sahen heute schon Kurse unterhalb der 12.000-Punkte-Marke. Dann meldet sich Mario Draghi und plötzlich geht es schon über 12.200, schon fast 12.300 Punkte. Ja, es ist schon überraschend. Also Draghi stiehlt an der Börse, ja, der Fed die Show. Am Mittwochabend gibt es ja die nächste Leitzins, Klammer auf, nicht Leitzinserhöhung, Fragezeichen. Naja, was wir da von der EZB hören werden, wissen wir nicht, aber wir können ja schon mal philosophieren. Leitzinserhöhung, welche Szenarien gibt's denn? Trump stänkert gegen Powell, den Notenbankchef. Hat Trump vielleicht recht oder hat Powell nicht recht? Und stellt sich dann in die Ecke, verschränkt die Arme und sagt dann, naja, dann erst recht nicht. Verwirrendes Wortspiel für manche. Was fordert denn Trump von der Fed? Ja, im Grunde waren eigentlich die jüngsten Äußerungen von US-Präsident Trump kontraproduktiv bis zum Gehtnichtmehr. Jerome Powell, oberster Währungshüter der Vereinigten Staaten, hat ja schon eine mögliche Zinssenkung in Aussicht gestellt. Wer wollte hier noch was mehr? Und dann kommt Donald Trump und fordert, dass die US-Notenbank die Zinsen senkt. Und natürlich sehen sowas die Börsianer, die Anleger nicht gerne, wenn eine Regierung versucht, in das Geschehen der Notenbank Eingriff zu nehmen, beziehungsweise diese zu beeinflussen. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, jetzt ist die Federal Reserve, kurz FED, in der Zwickmühle. Was machen Sie? Senken Sie jetzt die Zinsen trotzdem oder jetzt gerade nicht und schieben halt die nächste Zinssenkung erst einmal auf die lange Bank, wenngleich hier schon die Mehrheit der Marktteilnehmer, also weit über 66% davon ausgehen, dass am 31. Juli, also der nächsten Notenbanksitzung, die Währungshüter den Leitzins senken werden. Sehr spannend. Ich meine, so ein bisschen Zwickmühle und in der Ecke steht ja Powell schon. Hätte Trump die Klappe gehalten, wäre Powell wahrscheinlich frei in seiner Entscheidung gewesen. Definitiv. Wobei man natürlich auch hier fairerweise sagen muss, die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung jetzt am morgigen Mittwoch war nicht besonders groß. Aber dennoch hatten die Marktteilnehmer schon einen baldigen Zinsschritt erwartet. Gut, jetzt kommt er vielleicht im Juli und dann auch wiederum dann bei der darauffolgenden Zins, bei der Sitzung. Aber letztendlich war das oder ist das natürlich jetzt weiterhin ein Dilemma von US-Notenbankpräsident Powell. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, machen wir die Baustellen weiter, die Börse hat, die sie beeinflussen kann. Es gab eine Attacke auf einen Öltanker im Golf von Oman. Jeder denkt sich, halte bloß Trump zurück, wir wollen keinen neuen Golfkrieg. Wie hat denn der Ölpreis reagiert? Natürlich, nach dieser Ankündigung ging es erst natürlich mal abwärts. Aber der Ölpreis hat sich jetzt gerade in den letzten Tagen stabilisiert. Man kann, wenn man jetzt hier mal Lineal und Bleistift mal zur Hilfe nimmt, der Ölpreis, und ich schaue mir jetzt hier die Sorte WTI an,
befindet sich in einer trendlosen Marktphase. Man kann auch sagen, in einer Handelsspanne oder in einem trendlosen Markt. Da tut sich momentan nicht sehr viel. Das kann natürlich auch daran liegen, dass doch jetzt die Marktteilnehmer erst einmal abwarten. Wie geht es jetzt weiter? Nimmt die Eskalation zu? Die US-Regierung hat ja schon angekündigt, weitere Soldaten in die Krisenregion zu schicken. Natürlich haben Sie recht, Herr Heinrich, keiner möchte einen weiteren oder einen neuen Golfkrieg haben. Vor allem natürlich, weil wir jetzt hier mit Iran, auch mit Saudi-Arabien, natürlich auch jetzt hier in dieser Region einen Stellvertreterkrieg beobachten. Und das kann natürlich schon ziemlich gefährlich werden, auch natürlich für die Finanzmärkte. Ja, schauen wir neben dem Ölpreis nochmal das Gold an. Wie hat denn Gold reagiert? Also wenn wir uns den Goldpreis in den letzten Wochen anschauen, da sieht man natürlich schon auch, der sichere Hafen wurde wieder einmal angelaufen. Wobei meine persönliche Meinung ist, dass in den letzten Jahren der sichere Hafen zwar angelaufen wurde, aber ja nicht so lange. Aber jetzt könnten wir beim Goldpreis möglicherweise eine Trendwende sehen. Der Goldpreis hat zurzeit eine relative Stärke. Das heißt also, auch hier kam es gestern und vorgestern auch mal zu einem Rücksetzer. Aber das gelbe Edelmetall notiert momentan über dem mittelfristigen Aufwärtstrend. Das heißt also, ist wieder in den Aufwärtstrend zurückgekehrt. Und Herr Heinrich, wir nehmen wir auch schon mal das ein oder andere Mal den 200-Tage-Durchschnitt hier als Beispiel oder als Indikator hinzu. Und hier sehe ich beim Goldpreis, dass der 200-Tage-Durchschnitt, der Goldpreis liegt erstens drüber und zweitens die besagte Glättungslinie steigt. Das heißt also, heute geht es für den Goldpreis deutlich aufwärts. Das hatten wir vor wenigen Tagen, das ist nämlich am Freitag vergangene Woche auch. Da wurden auch wichtige oder ein wichtiger Widerstand überwunden, aber halt nicht auf Schlusskursbasis. Und heute läuft der nächste Versuch, diesen wichtigen Widerstand, und wenn ich das kurz sagen darf, das ist ein sehr markantes Zwischenhoch bei 1347 US-Dollar von Ende Februar dieses Jahres. 1347. Nochmal Trump. Ich glaube, vielleicht habe ich eine Trumpophobie irgendwann, so viele Themen nur, was diese eine Person bestimmt. Er duelliert sich ja auch gerade wieder mit China. Wann sehen wir mal Fortschritte im Handelsstreit mit China? Und das, glaube ich, ist die besagte 100.000-Euro-Frage. Seit Monaten warten wir auf einen Durchbruch. Über Monate kommen schon mal auch Durchhalteparolen, sowohl aus Washington als auch aus Peking. Eine Lösung ist absehbar. Beim nächsten G20-Treffen, da werden wir einig. Aber bislang warten die Marktteilnehmer vergebens. Es kommt einfach keine Lösung. Und das zehrt natürlich auch an den Nerven der Anleger. Die Frage ist natürlich, Herr Heinrich, wann verlieren die endlich mal dann die Geduld? Das Problem ist ganz einfach. Aber auch, es ist ja nicht nur eine Frage der Finanzmärkte, die Auswirkungen des Zollstreits, auch natürlich die schon in Kraft getretenen Strafzölle, die sind ja schon so in Ansatz zu spüren. Das heißt, sowohl bei der chinesischen als auch bei der US-amerikanischen Konjunktur. Und da schlage ich jetzt wieder die Brücke zur US-Notenbank. Die will natürlich solche Auswirkungen verhindern. Mit anderen Worten, solange Donald Trump weiter stur ist, wird der Handelskonflikt leider Gottes noch andauern. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich das Ganze so ein bisschen zusammenfasse, ja, überwiegen wirklich schlechte Nachrichten an der Börse. Was haben wir denn? Angst vor Kriegseskalation im ölreichsten Gebiet der Welt. Der Handelsstreit dauert an und in Deutschland gibt es die ersten Automobilzulieferer sogar mit Kurzarbeit. Schauen wir auf den DAX. Was sagt uns eigentlich da die 200-Tage-Linie? Gibt es da eine Trendwende? Noch nicht, wobei hier die 200-Tage-Linie und wir unter den Zuhörern, den Experten, wir sehen uns jetzt hier immer den einfachen Durchschnitt an, der fällt bzw. stagniert momentan. Aber letztendlich ist das, da
kann ich ja nochmal auf unser Interview damals über den 200-Tage-Durchschnitt darauf hinweisen. Erst wenn die Glättungslinie so richtig wieder nach oben zeigt, dann ist das ein gutes Zeichen. Solange aber die 200-Tage-Linie fällt oder von mir aus jetzt stagniert, aber noch nicht steigt, ist der DAX noch nicht aus dem Gröbsten raus. Aber auch heute sehen wir, der DAX versucht gerade einen wichtigen Abwärtstrend zu überwinden, aktuell deutlich und signifikant. Aber, und jetzt das große Aber aus der charttechnischen Sicht, wir haben hier noch ein markantes Zwischenhoch bei 12.436 und erst wenn der DAX darüber schließt, wäre die immer noch intakte Korrektur erst beendet und der DAX könnte dann weiter gen Norden marschieren. Das heißt also, es ist heute ein sehr freundlicher Tag, nicht nur für die Goldanleger, sondern auch für die DAX-Anleger. Aber so richtig aus dem Gröbsten ist das heimische Börsenbarometer noch nicht. Herr Henke, danke für Ihre Markteinschätzung. Sehr gerne. Börsenradio Network AG, das Börsenradio.